ihr Geld eigentlich wert sind. Und das sind unsere Gäste. Thomas Bellut, der ZDF-Intendant, findet die neue Rundfunkgebühr zeitgemäß und gerecht. Eine Wohnung, ein Beitrag. Einfacher geht's nicht. Hans-Peter Siebenhaar, der Journalist ist da ganz anderer Meinung. ARD und ZDF verschwenden unsere Gebühren. Die Rechnung bezahlt der Bürger. Christoph Käse, der Konzerngeschäftsführer des Springer Verlags, sagt: Wenn die öffentlich-rechtlichen Sender ungebremst ins Internet vordringen, zerrütten sie den entstehenden, unabhängigen Journalismus. Olaf Scholz, Hamburgs erster Bürgermeister, ist überzeugt: Der öffentlich-rechtliche Journalismus ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie. Und Oliver Pocher, der Moderator und Comedian, kritisiert: Warum sollen die Zuschauer für Fernsehen zahlen müssen, was keiner mehr sehen will? Sie sind zu Gast bei Maybrit Illner. Und damit nochmal herzlich willkommen hier in der Runde. Bei uns ist heute Abend der Konzerngeschäftsführer des Springer Verlages. Herr Käse, wenn man am Jahreswechsel Zeitung gelesen hat, hat man vor allen Dingen bei Ihrer Bild-Zeitung das gute Gefühl haben können, dass da ordentlich gegen ARD und ZDF und gegen die Gebühr geschossen wurde. Ist dieses Thema aus Ihrer Sicht wirklich so ein Seite-1-Thema? Ist das natürlich ein Aufreger? Natürlich ist das ein Seite-1-Thema und das war auch in der Bild-Zeitung, aber nicht nur in der Bild-Zeitung. Die FAZ, wenn man mal zurückschaut, seit Mitte Dezember hat die FAZ 11-mal groß berichtet über dieses Thema. Die Bild hat in der gleichen Zeit etwa 8-mal berichtet und die Welt 6-mal. Mhm. Das hat alle Sie haben nachgezählt. Alle Redaktionen hat das bewegt. Auch die Zeit heute mit Aufmacher zu dem Thema, da wird was Wichtiges umgestellt. Es geht um viel Geld, es geht auch um den Einzelnen, für den Einzelnen um viel Geld. Mhm. Deswegen ist es geradezu journalistische Pflicht, darüber auch angemessen zu berichten. Okay. Hans-Peter Siebenhaar, Ihre Wut passte überhaupt gar nicht nur auf eine Seite 1. Sie haben gleich ein ganzes Buch geschrieben über ARD und ZDF mit dem schönen Titel Die Nimmersatten. Warum sind wir die Nimmersatten und warum sind Sie so eine Art Kreuzritter geworden gegen ARD und ZDF? Ich führe keinen Kreuzzug, sondern mein Buch ist eine Analyse eines Systems, das aus den Fugen geraten ist. Ein System, das jährlich 7,5 Milliarden Gebühren einnimmt und 22 Sender, 67 Radioprogramme und so viel Internetseiten, dass vielleicht auch selbst Herr Bellut den Überblick verloren hat. Also ein System, das tatsächlich außer Rand und Band geraten ist. Und ich mache Vorschläge, wie man zu einem besseren Fernsehen, einem besseren Rundfunk für weniger Geld kommen könnte. Mhm. Thomas Bellut, der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, ist in dieser Sendung. Die Vorwürfe lassen sich zusammenfassen. Wir sind zu groß, wir sind zu gefräßig, wir sind nicht zu Reformen bereit. Ziehen Sie sich einen dieser Schuhe an? Das würde ich natürlich nicht tun, denn ich glaube schon, dass wir was leisten für diese Gesellschaft, das wichtig ist, das von Bedeutung ist. Und wenn man sieht, was die Bundesbürger sehen, so ist es doch am Abend in sehr starkem Maße die öffentlich-rechtlichen Programme, die sich der Kritik stellen müssen in ihrer Struktur. Wir müssen auch neben der Unterhaltung natürlich viel informieren. Wir müssen was für die Kultur tun. Und das gelingt uns immer öfter, wenn ich die Preise sehe, die wir auch von Institutionen bekommen, an denen die Verlage beteiligt sind, ist die Bilanz nicht so schlecht. Richtig ist aber, dass, wenn man Gebühren bekommt, sich der öffentlichen Diskussion wie heute Abend natürlich stellen muss. Wir müssen unseren Wert für die Gesellschaft immer wieder belegen, damit wir damit das Recht erwerben, Gebühren zu bekommen. Oliver Pocher ist bei uns, Comedian. Wenn man beispielsweise gläubig ist und die Kirchensteuer bezahlen möchte, kann man das frei entscheiden. Im Falle der Gebühr ist eine freie Entscheidung eigentlich nicht möglich. Wenn Sie es könnten, würden Sie aus ARD und ZDF aussteigen? Ja, also ich muss es nicht, also ist das ARD und ZDF gibt mir nichts, was ich nicht auch irgendwo anders sehen kann im Prinzip. Und deswegen müsste ich da nicht unbedingt für bezahlen. Und mein Leben würde sich nicht großartig ändern, wenn es ARD und ZDF nicht mehr geben würde. Mhm. Und dass Sie in ARD und ZDF nicht sehen, was Sie anderswo auch sehen können, beziehen Sie auf
alles auf Nachrichten auf? Ja, also ich kann es ja sagen, zum Beispiel die Nachrichten kann ich natürlich genauso verfolgen. Ich kann eine Bundestagsdebatte auf Sendern wie NTV und N24 genauso sehen. Und es wird einfach ein unfairer Wettbewerb geschaffen. Und der Begriff Zwangs-Pay-TV, den mal Helmut Thoma geprägt hat, der ist halt leider so. Ich kann mich ja nicht gegen wehren. Also das ist halt so, es gibt keine gewisse Freiwilligkeit. Und es kommt halt wirklich auch einiges zusammen in diesem Betrag. Und dann ist auch die Frage, wenn man 7,5 Milliarden bekommt, warum gibt es nicht wie bei jedem anderen Unternehmen auch eine Bilanz? Warum kann man das nicht genau sehen, wo das Geld hingeht? Und es ist ja auch wirklich sehr viel Infrastruktur, die bezahlt wird. Und ja, und genau da können wir heute mal nachhaken. Genau darüber werden wir heute reden. Bei uns ist Hamburgs erster regierender Bürgermeister Olaf Scholz. Knapp 18 Euro im Monat. Können Sie sich vorstellen, erstens, dass das für manche Menschen eine Menge Geld ist und eine Stange Geld ist? Und können Sie sich genauso vorstellen, dass Sie es gegebenenfalls als eine Art Zwangsgebühr empfinden? Das Erste kann ich mir nicht nur vorstellen. Ich weiß, dass ganz viele das als viel Geld empfinden, auch vorher übrigens schon als viel Geld empfunden haben. Denn der Beitrag hat sich für die allermeisten privaten Nutzer ja gar nicht geändert. Er ist jetzt anders erhoben, aber es kommt auf die gleiche Summe raus. Und es war vorher viel Geld, gerade wenn man wenig hat, und es ist jetzt auch selbstverständlich. Andererseits bin ich der Meinung, dass wir schon für die Demokratie einen öffentlichen Rundfunk, öffentliches Fernsehen brauchen. Das trägt einen guten Beitrag dazu bei, dass die Informationen insgesamt besser sind, als wenn sie nicht existieren würden. Und darum hat ja auch das Bundesverfassungsgericht uns gewissermaßen verpflichtet, sie aufrechtzuerhalten. Herr Siebenhaar, wenn der WDR-Chefredakteur Schönenbaum sagt, dass diese Rundfunkgebühr eine Art Demokratieabgabe ist, kann man dann natürlich die sportliche Frage stellen, ob Ihnen die Demokratie diese 18 Euro wert sind im Monat? Also mir ist die Demokratie sehr viel mehr wert, indem ich ganz einfach Steuern zahle für diese Republik. Ich glaube, er unterliegt einem Missverständnis. Ich glaube nicht, dass die Demokratie abhängt vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern sie hängt ab von einem funktionierenden Mediensystem, in dem sozusagen die privaten und die öffentlichen in einer ordentlichen Balance sind. Und die schreibende Presse zu den öffentlich-rechtlichen. Und diese Balance, die gerät zunehmend aus den Fugen, weil sich ganz einfach die ökonomischen Gewichte verschoben haben. Und ich glaube, es ist unbestritten, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, da teile ich die Meinung von Herrn Scholz, ja ein Stück DNA dieser Republik ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass er in dieser opulenten Form tatsächlich unbedingt aufrechterhalten werden muss. Und ein Vorschlag, den ich ja in meinem Buch mache, ist radikal, aber ich glaube durchaus diskutierenswert, warum sozusagen nicht die ARD und ZDF fusionieren zu einem großen nationalen Kanal und die dritten Regionalprogramme zum zweiten zu machen. Dadurch ließen sich Milliarden einsparen und zum ersten Mal kämen wir in unserer Republik tatsächlich zu einer Gebührensenkung. Und ich glaube, da würde die Politik, die Ministerpräsidenten der Länder, die ja den Rundfunkstaatsvertrag verabschieden, Applaus bekommen von Millionen von Bürgern. Okay, jetzt kann man natürlich sich immer vorstellen, Thomas Bellu, dass man sich eine Menge wünschen möchte. Man kann sich gegebenenfalls auch wünschen, dass Deutschland nur aus 4 Bundesländern bestünde. Ich wünsche mir das nicht. Hamburg wünscht sich das auf gar keinen Fall. Also was historisch begründet ist, muss noch lange nicht logisch sein. Könnten ARD und ZDF so sparen, indem sie mehr fusionieren? Wir sparen, indem wir mehr zusammenarbeiten. Das haben wir jetzt schon bewiesen bei vielen Ereignissen, zum Beispiel bei der Sportberichterstattung jetzt aus London. Obwohl Ihnen das immer noch nicht ausreicht, haben wir deutlich stärker als früher zusammengearbeitet. Und vor allem das Ergebnis, was wir da gezeigt haben, das hat gestimmt. Am Ende geht es da auch um die Qualität. Und Herr Siebenhaar, Ihre Grundthese war ja, die Privaten haben es immer schwerer. Das stimmt nicht. Wenn Sie die Rendite angucken, die RTL und ProSiebenSat.1, die beherrschenden Gruppen in Deutschland gemacht haben, sind die außerordentlich hoch. Wir verdrängen auch nicht die Presse, behaupte ich hier. Sie kommen gerade aus Amerika, Herr Käse. Dort gibt es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Trotzdem haben die Zeitungen, Ihr Konzern ja nicht, aber haben viele Zeitungen Probleme dort. Also diesen Zusammenhang erkenne ich so nicht. Richtig ist, dass wir uns so sortieren müssen, ja, dass die öffentlich-rechtlichen Sender, und das passiert ja jetzt auch, wir kriegen eine andere Gebühr, aber nicht mehr Geld. Darauf lege ich großen Wert. Wir müssen sparen. In diesen Zeiten mit Steigerungsraten über 2%, Teuerungsraten, kriegen wir nichts die nächsten 2 Jahre. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir danach was bekommen. Das heißt, wir müssen ohnehin überlegen, welche Aufgaben können wir noch erfüllen. Nach meiner Meinung ist die Grenze der Ausdehnung des öffentlich-rechtlichen Systems, da sind wir uns schnell einig, erreicht. Ja.
Darf ich an dem Punkt, Herr Bellut, das wird Sie vielleicht überraschen, aber ich bin mit Ihnen und dann vielleicht auch noch anders als Oliver Pocher der ausdrücklichen Meinung, dass es öffentlich-rechtliches Fernsehen und Rundfunk geben muss. Mhm. Weil das private Fernsehen, auch privater Rundfunk, lässt Qualitätslücken und lässt journalistische Lücken, die anders als mit öffentlichen Gebühren finanziert nicht gefüllt werden können. Das ist ganz wichtig. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen aus dem eigenen Hause, das kennen Sie. ZDF Zoom beispielsweise liefert wirklich exzellente investigative Arbeit. Das ist wirklich ausgezeichneter Journalismus. Letztes Jahr zum Beispiel beim Fernsehpreis auch berücksichtigt mit einer Reportage, einer investigativen Arbeit über den Karstadt-Eigner Nicolas Berggruen. Ganz hervorragende Leistung. Was man aber kritisieren kann, und da bin ich dann auch bei Herrn Siebenhaar, darauf sollte sich das Fernsehen konzentrieren. Das sollte populär sein, aber wenn wir beispielsweise auf Ihr Spartenprogramm ZDF Neo schauen, der komplette Nachmittag ist mit Serienwiederholungen gefüllt. Viel der Primetime ab 20 Uhr ist auch mit Serienwiederholungen gefüllt. Die Flächen, die Sie jetzt zu bestreiten haben, die können Sie mit dem zur Verfügung stehenden Geld gar nicht vernünftig mit genau dieser Qualität ZDF Zoom füllen. Da muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Weniger ist an der Stelle mehr. Mhm. Diesen Applaus wollten wir unbedingt noch abholen. Das hat mich jetzt getroffen, Herr Applaus. Nein. Neo ist ein frischer Sender. Neo hat aber Sendungen hergestellt, die jetzt von Privatsendern uns mit Moderatoren abgekauft worden sind, vom Prinzip her. Das heißt, es gab durchaus Ideen, die interessant waren für den Markt. Und für ein System wie das ZDF ist es eine interessante Experimentierfläche, um auch zu lernen, noch besser auf das jüngere Publikum zuzukommen. Aber in einem Punkt haben Sie natürlich recht. Wenn es so bleibt, wie ich es beschrieben habe, dass die Steigerungsraten weg sind, müssen wir mit dem Geld auskommen. Das bedeutet, und den Auftrag haben wir ja auch von den Bundesländern, dass wir diskutieren, wie viele Sender brauchen wir am Ende, um unseren Auftrag zu erfüllen. Das ist eine ganz klare Aufgabenstellung, die in den nächsten Monaten zu erledigen. Und das empfinden die Zuschauer auch so. Vielleicht darf ich Lars-Christian René Paulsen mal zitieren, der sich mit folgender Frage an unsere Sendung gewandt hat. Er sagt, Qualität wird ja schon jetzt produziert, nur zu oft in die Spartensender oder in die Nachtstunden abgeschoben. Zumindest in der Woche unterscheidet sich das Hauptprogramm vor 20 Uhr kaum noch von der privaten Konkurrenz. Oder hier kommt noch Alex Schicks, der formuliert die Frage so: Warum brauchen die ARD und das ZDF so viele Spartensender? Drei Sender reichen, um ihren Bildungsauftrag und ihre Nachrichtenpflicht zu erfüllen, genauso wie ein Radiosender. Das System muss komplett auf den Prüfstand. Die Fragen der Zuschauer gehen in eine ähnliche Richtung. Ja, es streift. Also einmal haben wir die Frage, wie viele Sender braucht man? Darüber können wir gerne weiter diskutieren. Der andere Punkt ist doch, das war die andere Frage, warum sieht das so ähnlich aus wie bei den anderen? Und da kommen wir, glaube ich, auf den Kernpunkt. Es war nie beabsichtigt, in Deutschland ein öffentlich-rechtliches System aufzubauen, das keine Chance im Wettbewerb hat. Wenn wir nicht bedeutend sind, wenn wir nicht auch Zuschauer finden, auch Oliver Pocher werden wir irgendwann bekommen. Sie haben ja auch mal für das Öffentlich-Rechtliche gearbeitet. Ja. Aber wir werden Sie auch bekommen. In der Sendung habe ich das alles nicht gesagt. Wir werden auch Sie noch bekommen. Ja. Auch Sie werden zu uns kommen. Nicht, wenn Sie älter werden, aber irgendwann. Ja. Das nehme ich als Angebot an. Aber wenn wir das Prinzip verfahren, das Öffentlich-Rechtliche muss nur Dokumentation und nur Nachrichten zeigen, ist doch das ganz klar der Weg in die Sparte gedacht. Diese Sendung hier kann doch nur ein Echo finden, wenn sie gesehen wird. Und das findet sie dann, wenn vor dem Heute-Journal auch eine attraktive Sendung läuft, die das Publikum anzieht. Und es wäre noch ohne schöner, wenn jetzt gerade nicht das Dschungelcamp laufen würde. Ja. Wollen wir gemeinsam nochmal den Zuschauern danken, dass sie gerade nicht das Dschungelcamp schauen? Aber die machen ja gleich Werbung und dann sind die alle hier. Das war jetzt Darf ich an der Stelle noch einmal die Frage stellen. ZDF Neo kostet, glaube ich, 30 Millionen Euro etwa im Jahr, ja, in der Größenordnung. Und jetzt in einem der nächsten Tage, ich glaube, der Samstag, wiederholen Sie Terra X. Gutes Format, aber 7 Wiederholungen hintereinander an einem Tag von Terra X. Oder nehmen Sie die ARD. ARD Nachmittagsprogramm sendet mehr Telenovelas als die privaten. Es sind 3 Telenovelas im Nachmittagsprogramm der ARD hintereinander weg. Da stellt sich natürlich die Frage, wo ist da der Unterschied zu den privaten, wenn Sie mehr Telenovelas am Nachmittag senden als die privaten? Mhm. Okay, die Frage geht auch nochmal an Oliver Pocher. Ja, haben Sie das Gefühl, dass Sie zwei verschiedene Sender sehen zwischen ARD, ZDF und den kommerziellen? Oder sind die sich ähnlicher geworden? Nee, gar nicht so. Also ich muss so sagen, zu den Telenovelas, da können wir noch froh sein, dass es die gibt, bevor es diesen Scripted Reality-Dreck gibt, den wir dann ja auch überall sehen können. Und da ist man ja relativ froh, dass sich da liebevoll bei